weil das läuft noch. Okay. Okay, offiziell, dann freue ich mich auf diese neue Forschung, auf diesen neuen Abend mit euch. Ihr könnt Info geben über Facebook, über E-Mail. Bald werden wir dann natürlich ein internes Chat machen. Und Skype. Vielleicht noch in der Form dieser Zusammenarbeit ein paar so Überlegungen. Ich blende jetzt das Thema, damit die Leute, die danach kommen, wissen, worum es geht. So. Okay. Ja, eine Frage. Wenn du ein Thema hättest, ne, du wüsstest einfach auch nichts von GTV und so, ne? Mhm. Du erfährst das und du hast einfach auch ein Thema. Würdest du das hier dann öffentlich machen? Mit deinen Drüsen oder so, würdest du dann anrufen und fragen, dass man für dich schaut, oder hättest du Widerstände? Wenn ich neugierig genug bin, dann im Vertrauen habe, ja, würde ich das, glaube ich, schon machen. Schön. Darf ich? Mhm. Okay. Okay, diese Art von Sendungen, die wir jetzt schon 12, 15 Mal einfach auch gemacht haben, sind interaktiv und es gibt immer, spüre ich manchmal, einen Widerstand. Gestern, es wird immer weniger, viele melden sich und es gibt einen Widerstand für viele, ich kann das doch nicht öffentlich machen. Auch wenn es die Möglichkeit besteht, das anonym zu machen, dass man nicht sagt, wer es ist, niemand kennt dich, aber irgendwie Existence erfährt, was du versteckst, haben wir einen Widerstand. Ne? Es ist, wie wenn wir das Gefühl hätten, dass man uns nicht sehen kann, dass wir uns verstecken könnten. Und ich wusste nicht, dass es einfach wirklich so schwierig ist, weil es ist wirklich so, dass die Ersten, auch als wir GTV angefangen haben, viele Freunde, die einfach auch in persönlichen Kontakten bereit waren, die haben sich dann einfach auch abgewendet aus Angst, dass irgendetwas in eine Zeitung gelesen werden kann oder einfach auch öffentlich werden kann. Mhm. Also das Einzige, was sein kann oder was ich immer fühle, aber das habe ich ja schon ausgesprochen, vielleicht geht es ja auch nur mir so, dass
wenn so ganz individuell geschaut wird, dann bin ich immer ein bisschen unsicher und werde unruhig, weil ich irgendwie spüre, okay, man kann sich zwar aus jedem was rausnehmen, aber irgendwie, wenn es manchmal dann zu lang, mein Gefühl, geht es manchmal so ein bisschen verloren. Wobei jetzt die Forschung zum Beispiel, als wir für die Planeten das gemacht haben, für die verschiedenen Planeten, das fand ich dann richtig, es war dann auch eingeschlafen, aber mittendrin war es dann, da hat wirklich jeder sein und seine Wahrnehmung, es war wirklich ein Forschen, so ein Miteinander. Und jetzt bei den Drüsen auch, aber manchmal ist es mir, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, also, dass die Zuschauer dann vielleicht langweilt oder nicht mitkommen oder ja nicht verstehen, weil es ja dann individuell für jemanden bestimmten ist, ist dann fast wieder die Energie des Bedienens und nicht des gemeinsamen Forschens. Zwischendurch, nicht immer. So, ich spreche es einfach aus. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist es... Sehe ich das nur so? Könnt es ja gerne mal mitteilen, wie es euch geht damit. Weißt du, wie ich meine? Nee, ja. Es ist immer noch dieses Jahr schau für mich, aber ich bin nicht aktiv. Zwischendurch gab es Momente, wo wir dann gemeinsam zum Beispiel für jemand geschaut, es war so eine tolle Energie, ich glaube für die Birgit hat man dann gemeinsam geschaut, das war richtig wow. So, aber wenn dann zu lange für eine Person, es ist schon wieder dieses Bedienen, aber nicht das Forschen. Also für mich, ich kann nur von mir sprechen. Eben, das, da hängt irgendetwas in dem Verständnis. Aber für mich, eben gestern Abend hat Gabi zum Beispiel für uns eine Heilung des männlich-weiblich. Ne? Schön. Und das heißt, wir haben für sie geschaut, aber sie hat Immenses für uns geleistet. Das finde ich dann gut, wenn dann, das ist oft letztens auf der Strecke geblieben, wenn dann, wenn wir was rausholen, für jemanden was schauen. Und derjenige das dann aber gleich anwendet für uns, für verschiedene, dass dann, dass man das dann gleich sieht und spürt. Okay. Gut, das war vorgestern. Gestern haben wir für Herbert geschaut. Und der hat uns dann Engel gechannelt. Und uns immens unsere Aura bereinigt. Ne? Okay, schön. So, das heißt, es ist langweilig, wenn wir für ihn schauen, weil es kommt immer was raus. Ne? Die Clarisse hat auch für uns was gemacht. Die Schelka hat für uns das Sprechen verständlich gemacht. Gestern ging es um das Hören, dass wir nicht hören. Das heißt, wenn wir für eine Person schauen, dann, weil wir sind gewohnt, einer unterrichtet oder gibt den Vortrag. Wir rennen alle einfach zu den Leuten, die uns unterrichten. So, wenn wir jetzt für jemanden schauen und uns die Person gleich dann unterrichtet und zeigt, dass es funktioniert. Das ist toll. Und so läuft es immer eigentlich. Nicht immer. Zumal eben die Dan hat uns dann diese Dreier-Sachen einfach auch unterrichtet. Ne? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Und mit Männlichkeit hat uns auch nicht unterrichtet. Es kam einfach nur raus, aber nicht unterrichtet. Also jedenfalls habe ich das nicht in meinem Bewusstsein oder ich kann mich nicht erinnern. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also vielleicht geht es ja auch nur mir so. Deswegen ist es gut, einfach mal Feedback. Irgendwie gibt es dann so Momente, wo dann, keine Ahnung, wo es dann einfach stockt oder wo es auseinandergeht. Es war oft so. Der Kreis auseinandergeht. Ich habe das nie verstanden, wie ich das einfach auch ändern kann. Für mich ist es einfach auch deutlich, dass so wie die Natur, ein Mensch gibt einen Impuls, ne, im Dorf.
gründet eine Firma oder einen Verein oder irgendetwas. Dass es immer darum geht, dass, so wie in der unendlichen Geschichte, dass ein Kind einen Schritt macht. Und wenn wir einfach auch in die Richtung arbeiten, dass jemand einen Schritt macht, dann können alle sehen und das Gefühl bekommen, oh, ich kann es auch. Weil, so wie es jetzt aussieht, wir sind einfach auch, tendieren alle irgendetwas nach außen einfach auch zu schauen. Nach außen zu schauen und bedienen zu lassen. Und sich bedienen zu lassen. Mhm. Ne? Aber das Geben, das sogenannte Geben ist seliger denn Nehmen, fordert einfach auch, dass es ein Innenschau einfach auch geschieht. Und nur durch dieses Innenschau bist du in der Lage einfach auch zu geben, ne? Etwas Echtes zu geben. Ja, wenn jemand helfen kann, gerne. Also ich würde das schon gern. Das hat einfach mit dem Thema von gestern Abend, von Hören. Wer will schon hören, was andere machen? Also mir geht's auch. Ich kann manchmal nicht mehr hören. Ich kann nicht mehr zuhören. Also ich kann einfach nicht mehr hören. Ich muss dann, weiß ich auch nicht, ist dann irgendwann ein Moment erreicht, wo ich einfach nicht mehr hören will. Ist so. Vielleicht, weil ich aber in letzter Zeit zu viel zugehört habe, kann auch sein. Ich kann dann einfach nicht mehr Schluss, dann ist es einfach wie der Schalter geht aus. Mhm. Naja, wenn es eine intellektuelle Sache ist, wenn jemand nur von sich erzählt, ist was anderes. Auch was wir machen? Ja. Okay. Ich denke, du kriegst es nicht so mit, weil du bist ja die ganze Zeit aktiv, aber ich bin ja dann nur am Hören. Höre. Das heißt, die meisten sind dann am Hören. Ja. Aha, das heißt, die kriegen nicht mit, dass sie auch spüren können. Mhm. Aha. Das heißt, wenn ich in die Wahrnehmung gehe, du bist am Hören und nicht am Spüren. Das ist ja. Und dann ermüdet, ne? Wobei man ich hatte nicht verstanden, dass die anderen nicht dann spürend sind. Also ich genauso oft. Ich bin dann eher am Hören statt am Spüren. Mhm. Für mich nicht mehr drin im Kreis, irgendwie so. Vielleicht okay. Geht es so manchen auch so, kann sein. Ja, danke schön. Das heißt, ich werde jetzt oft einladen, einfach auch zu spüren. Gut, heute Abend gibt es keine besondere Bestellung. Wer einen Impuls hat, kann das gerne einfach auch tun. Ah, Schelka, ich habe auch die Information, nicht alles in der Öffentlichkeit zeigen, sagen wollen. Okay. Das ist ja ein Thema, ja. Mit welcher Drüse hat das einfach auch zu tun? Schilddrüse.
in Verbindung mit der Zirbeldrüse. Also das, ja, also schon in Verbindung mit den anderen, aber Schilddrüse, ja. Warum? Weil Schilddrüse, erstens Kommunikation und auch die Verbindung zu unseren Gefühlen und zu unserer Stimmlage ist, zu unseren Stimmungen. Stimmung? Mhm. Schlechte Stimmung, gute Stimmung, also zu unserer. So als wenn die Schilddrüse nicht mit der Zirbeldrüse zusammen kommuniziert, mhm. Trennung da ist. Mhm. Ja, hallo. Das ist für uns. Hallo. Hallo, Clarissa. Ja. Grüß euch. Grüß dich auch. Ja. Ich wollte, ich habe mal zugehört, was wir heute gesagt haben. Ja. Ich wollte etwas sagen. Ja. Folgendes. Erstens, die Sachen, die ihr macht, ist sehr, sehr gut. Ist nicht für mich, das ist nicht für jeden Mann, der noch nicht so weit ist mit seiner eigenen Transformation. Mhm. Weil Internet ist eine neue Kultur und jeder Mann hat noch nicht Internet integriert, in sich integriert. Also ist noch nicht in der Lage, so öffentlich zu reden. Öffentlich zu reden muss man noch lernen. Also diese neue Kultur, diese Internetkultur, soll jeder lernen. Jeder ist noch nicht bereit. Und meine Meinung ist, ihr soll ihre Ding machen, ihre Kreativität machen. Das ist gut für mich. Ist gut. Weil ihr seid am Kreieren. Und vielleicht ihr seht noch nicht, welche Form das kommt, aber das kommt. Das kommt. Irgendwann kommt das. Und dann folgen die anderen, die noch nicht so weit sind. Aber nicht sich rechtfertigen. Das ist meine Meinung. Nicht sich rechtfertigen, einfach machen. Und dann folgen die anderen. Weil die anderen sind vielleicht noch langsamer. Die sind noch in sich selber zu arbeiten. Das heißt, sie sind noch nicht in der Lage, so öffentlich diese neue Kultur zu integrieren und noch nicht mitzumachen. Ist ja kein Problem. Mhm. Und ich wollte noch etwas sagen über, was ich gesagt habe, über Kommunikation. Ich habe Kommunikation, über Zuhören. Ich habe nur Zuhören gesagt. Ich wollte damit sagen, aktiv zuhören. Mhm. Aktiv zuhören ist was anderes als zuhören. Mhm. Aktiv zuhören ist aktiv. Die andere ihre Zeichen geben, dass man zuhört. Mhm. Das heißt, hören und auch mitreden. Das ist das aktiv zuhören. Mhm. Aber heutzutage, ich habe den Eindruck, die Leute hören nicht richtig zu und die reden miteinander vorbei. Das ist, was ich gemeint habe. Mhm. Schön, ja. So, und für diese Sache mit Geistwesen oder Zirbeldrüse, das ist ganz, ganz neu. Sogar für die Europäer, das ist ganz neu. Und jeder Mann, das ist nicht eine Sache für jedermann. Jeder Mann kann sich nicht da äußern, weil das ist ein schweres Thema für die Europäer ist. Mhm. Und deswegen, die Leute sind zurückhaltend. Mhm. Die Leute kommen mehr, wenn Polemik-Themen sind, mhm. Dann kommen sie. Mhm. Oder zum Lachen oder zum Schlechtmachen, dann kommen die, weil die sind, die Mehrheit ist keine Bewertung, ist eine Beobachtung. Die Mehrheit, die sind entweder magenorientiert oder sportorientiert oder geldorientiert.
Und die Menschen, die gehirnorientiert sind, die sind wenig in dieser Gesellschaft. Deswegen, wenn es um Forschung geht, sind immer wenig Leute da, dabei. Mhm. Weil das ist nicht jeder Menschenarbeit. Mhm. Also, für mich, was ihr macht, ist für mich gut. Weil ich kann das nachvollziehen. Mhm. Weil ich die gleiche Arbeit parallel gemacht habe. Und ich kann mitmachen, ich kann auch etwas sagen, weil ich das selber schon geforscht habe. Aber für die Menschen, die noch nicht geforscht haben, das ist sehr, sehr schwer. Aber nicht aufgeben, weil ihr seid irgendwie die Erste, die das machen. Und ich kann nur einen Impuls geben und sagen, mitmachen. Also nicht aufgeben, danke. Nicht aufgeben. Weil das Thema ist sehr, sehr schwer, sage ich nochmal. Diese Sachen, die Leute, die sehr weit sind, das ist Menschen, die die Kabbala lernt. Oder über Chakren, die Bescheid wissen, die können über solche Sachen reden. Das ist das. So sehe ich erstmal die Sachen. Also, ich lasse erstmal euch erstmal weitermachen. Ich werde mich wieder anmelden. Danke. Okay, danke dir. Noch eine Frage vielleicht. Ja. Und zwar, es gibt die Leute, die immer Vorträge halten, für die das interessant wäre, zusammenzuarbeiten. Ne? Ja. Aber die sind noch viel mit sich beschäftigt. Ne? Und es gibt die Leute, die gerne mitmachen, ne? Das sind die, die zu den Vorträgen kommen, aber die sind vielleicht noch nicht so weit. Mhm. Ne? Ja. Und diese Dimension ist natürlich für all diese Meisterenergien, die in der Welt einfach auch unterrichten. Nur die haben keine Zeit oder die spüren einfach nicht, dass sie etwas noch lernen, zusammen lernen können. Die haben diese Dimension des Kreises noch nicht entdeckt. Ne? Das kann auch sein. Ja. Für mich, das kann auch sein. Das hat auch mit, ich meine jetzt die Europäer. Die Europäer, die sind konditioniert. Aha. Die haben einen Lebensrhythmus. Das hat immer mit Zeit zu tun. Aha. Und wenn man in dieser Kondition, dieser Zeit, dieser Tick-Tack ist ja für mich Zeit. Aha. Wenn man da drin ist, man hat diese Zeit noch nicht transzendiert, man ist konditioniert. Weil die Zeit muss man auch transzendieren. Als Religion muss man auch transzendieren. Also, deswegen, die Leute, die noch konditionieren sind, das sind die Leute, die an Zeit glauben, an Geld glauben, an Monotheismus glauben, die sind noch konditioniert. Um zu verstehen, was ich meine, soll man nicht im Intellekt, in Dimension Intellekt bleiben. Man soll einer etwas höher, in Bewusstsein gehen. Und wenn man in Bewusstsein geht, kann man verstehen, was ich sage. Weil diese Konditionierung, die wir hier in Europa haben, das ist sehr, sehr schwer manchmal, die Verbindung zu sehen, was die anderen machen. Also hast du noch eine Frage? Ja, deine Weisheit ist unglaublich. Also ich freue mich sehr. Wir sollten das nochmal weitermachen, dass du dann einfach auf Sendung gehst. Es ist unglaublich, hast du eine tolle Klarheit. Also ich beuge mich echt vor dir. Ne? Die zweite Frage ist jetzt in den Zusammenhang. Viele Menschen haben in Europa Angst, wenn man sie kritisiert. Ne? Ja, das ist eine Fähigkeit, die Leute zu Hause nicht gehabt haben. Kritisch fähig zu sein, muss man lernen, schon zu Hause. Aber hier in Europa, man hat die Kinder nicht das gelernt, kritisch fähig zu sein.
Kritisch fähig zu sein ist nicht negativ. Kritisch zu sein, das bringt einen weiter. Aber meine Mama oder mein Vater, wir hatten immer zu Hause eine Versammlung gemacht und haben die guten Sachen gesagt und die negative Sachen gesagt. Aha. Zu jeder. Jeder soll sich äußern. Aber heutzutage, wer erzieht seine Kinder so? Kritisch fähig zu sein, das ist ganz, ganz eine Sache, die verloren gegangen ist. Ja, aber wenn man Jahrzehnte einfach, du warst immer von Lehrer abhängig, der dich kritisiert hat, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und Fehler bedeutet was Schlimmes, ne? Nein, ich nehme das nicht so. Aha. Nein. Okay. Ich nehme das nicht so. Kritik ist eine gute Sache, wenn man kritisch fähig ist. Das heißt, einer sagt zu mir, Clarissa, weißt du was? Du redest zu laut. Das heißt, das ist keine Kritik. Der sagt zu mir meine Blindfleck, weil jeder von uns hat einen Blindfleck. Das heißt, was ich nicht sehe, sehe meine Mitmenschen. Und wenn er gut ist, der sagt mir das. Das ist nicht schlecht. Dann weiß ich, oh, ich rede immer so laut, ich muss etwas leiser sein, weil die anderen können das nicht ertragen. Okay, aber das ist eine Dimension. Die andere ist einfach, dass viele Angst haben, dass wenn sie was sagen, dann irgendwo in eine Zeitung, in ein Forum oder irgendwo kritisiert werden, nicht in der konstruktiven Auseinandersetzung, sondern nur um den anderen bloßzustellen. Ne? Das heißt, machen wir so, wenn jetzt zum Beispiel du sagst, etwas in deine Stadt und einen Tag später steht ein Artikel in der Zeitung, wo richtig fies gegen dich einfach auch was sagt. Was machst du? Erstens. Also nicht um mit dir zu kommunizieren, sondern nur um dich bloßzustellen. Ja. Erstens, ich bin vorbereitet, in dieser Gesellschaft solche Sachen zu erleben. Weil diese dritte Version Welt ist eine Gesellschaft. Dualität. Wir leben in einer Dualität. Das habe ich schon wahrgenommen. Das habe ich schon akzeptiert in mir. Und wenn ich etwas negativ über mich sehe, das werde mich nicht mehr wehtun, weil ich das weiß. Aha, okay. Aber du bist eine Ausnahme. Ich habe auch bearbeitet in mir. Ich habe ein Selbstmanagement in mir gemacht. Ich bin sehr, sehr hart mit mir selbst. Aha, okay. Und ich habe das gelernt, kritikfähig zu sein. Ich habe das gelernt. Und ich weiß auch, diese Welt ist eine Dualitätswelt. Das ist ein Kampf. Böse und gut. Plus und Minus. Das ist diese Dualität. Wir leben in dieser dritten Dimension. In dritter Dimension gibt es keine Schönheit. Gibt es nicht. Gibt es nur Krieg. Und ich lebe mit dieser Welt. Und ich habe mich geschützt, indem ich mich selbst Management gemacht habe. Und viele Menschen, die gucken nach draußen. Du sollst nicht nach draußen gucken, du sollst nach innen, innere Werte. Wenn du diese innere Werte erkannt habe, dann bist du stark. Okay, danke. Es gibt aber immer etwas, was dich einfach auch verletzen kann, okay? Ja. Und wenn jemand das wirklich möchte, dann findet etwas, sobald du nach außen gehst, womit er dich verletzen und erreichen kann. Natürlich. Ne? Etwas, wo du noch ein bisschen einfach unsicher bist. Was machst du dann damit? Dann mache ich eine Selbstregulation, heißt das. Selbstregulation heißt, wenn du draußen bist, du hast Probleme, du kommst zu Hause, dann benutzt du ein Instrument. Das heißt, dieses Instrument, das ist eine Methode. Diese Methode heißt, selbst regulieren. Das heißt, okay, du kannst
dich in Ich-Position, das heißt, guckst du alles, was du in diesem Tag gemacht hast, gut oder nicht gut, guckst du das. Mhm. Und dann guckst du, was der andere gemacht hat, in Du-Position, gehst du in Du-Position. Okay. Und dann guckst du, was falsch und analysierst du. Und danach gehst du in Metaposition. In Metaposition, das heißt, du bist nicht mehr du, du bist nicht mehr der andere, du bist in eine neutrale Position, Metaposition. Dann guckst du, was passiert ist. Dann kannst du sehen, oh, ich habe auch da Fehler gemacht, ich habe auch der Fehler gemacht. Dann kannst du Entschuldigung sagen, wenn du das alles gemacht hast. Dann kannst du zujenigen, oh, weißt du, gestern war blöd, ich habe mich selbst nicht so gut verhalten, Entschuldigung. Das ist diese Methode, ist sehr, sehr gut. Das heißt, Ich-Position, Du-Position und Metaposition. Das machst du, um dich selbst zu regulieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, aber macht man das auch, wenn es richtig weh tut? Ja, macht man das auch. Wenn du es selber nicht schaffst, nicht jedermann kann das schaffen. Okay. Nein, nicht jedermann kann das schaffen. Wenn ich sehr, sehr Schmerzen habe und dann suche ich eine Bezugsperson. Jeder hat eine Bezugsperson. Eine Bezugsperson ist eine Person, die du vertrauen kannst und deine Sachen intim reden kann. Mhm. Dann diese Person kann dir dann beihelfen. Mhm. Nicht bei jeder gehen und deine Sachen erzählen. Nein, du sollst immer suchen, wer ist deine Bezugsperson? Mhm. Wer ist dein Mentor in deinem Leben? Dann redest du mit dieser Person und dadurch bekommst du wieder Impuls. Okay, aber ich gehe einfach davon aus, dass man oft nicht nach außen geht, nicht die Wahrheit ausspricht, weil die Angst da ist, in so eine Situation zu kommen. Ja. Ja. Dass die meisten Menschen diese Angst haben, was sie einfach auch nicht aussprechen. Und dass sie einfach deswegen einfach ihre Wahrheit nicht sagen, weil dann kennen sie einfach mit der, oder wollen sie oder haben sie Angst, mit der Kehrseite, mit der Kritik dann einfach auch umzugehen. Eben, das ist ja das. Aha. Heutzutage, wenn du keine Bezugsperson hast, dann gehst du bei professionellen Leuten oder bei Psychologen, ich weiß nicht, wo man da hingeht. Oder machst du das selber zu Hause? Na, aber wenn es passiert, das ist eine Sache. Aber mir geht es darum, die meisten tun das nicht, damit das nicht geschieht. Wenn es geschehen ist, dann holt man sich Hilfe. Aber mir geht es darum, in diese Kommunikationsform, die Angst, etwas öffentlich zu sagen, bringt uns dazu, dass wir immer den Mund zuhalten und still sind. Und für viele, die einfach auch, die sagen auch, oh, und ich so und das, ja, okay, schön, dein Thema, dann komm, sag es einfach auch hier öffentlich in GTV. Dann machen sie einfach einen Rückzieher. Ne? Ja, Jit, eine Sache, die Menschheit ist noch nicht so weit, wie du meinst. Du bist drin in dieser Thematik, du kannst das nachvollziehen. Aber viele sind noch nicht in dieser Thematik, die können einfach nicht so im Internet kommen und reden. Nein. Okay. Sie, ganz, ganz, ganz wenig. Dann soll ich noch warten. 3 Jahre noch. Ja, ja. Was mache ich in der Zwischenzeit? Ich würde sagen, immer weitermachen. Warum willst du immer mehr Leute bekommen? 2, 3, das reicht dir nicht. Ja, nee. Mir geht es einfach auch um, mir geht es einfach auch, dass ich meine Kommunikation gerne ausdehne und einlade. Ne? Und das hat einfach mit meiner Ausdehnung zu tun. Je mehr Leute einfach in diesen Kreis einfach reinkommen, aber es ist grundsätzlich, ja. Das anders. Aha. Die Gesellschaft erlebt jetzt eine globale Transformation und das ist nicht einfach. Aha, okay. Und noch kommt noch diese Konditionierung, unsere Gesellschaft durch Arbeit. Die Leute müssen arbeiten, die haben Kinder und so weiter und so fort. Die haben nicht so viel Zeit. Aha.
Arbeit. Das, ich meine, viele Leute werden nicht dabei sein, weil diese Thematik ist sehr, sehr schwer. Das ist neu. Okay. Verstehst du? Und was du machst, das hat mit Menge nicht zu tun. Das hat mit Qualität zu tun. Die Leute, die da kommen, das sind Qualitätsmenschen. Und das sind nicht viel. Schön, dir zuzuhören. Das ist toll. Du sagst es einfach. Aber du bist einer der wenigen, die dieses Verständnis haben. Ne? Ja, weil ich geforscht habe. Ich lasse mir das jeden Tag von dir sagen. Ja. Weil das tut gut. Ja, das hat mit der Masse nicht zu tun. Das hat mit Qualität. Und Qualität, die Leute wollen nicht sich anstrengen. Nein, die wollen nicht. Guck mal, mach eine Sendung, du sagst, ja, wir reden über Clarissa. Schlecht über Clarissa. Die werden voll da sein. Die kommen alle. Genau. Ist so, die Gesellschaft ist so. Meinst du, warum unsere Medien hier, die Fernsehsender, warum machen die solche Sachen? Weil die wissen, wenn die solche Polemiken machen, dann funktioniert. Eben. Und die Mehrheit und so angerichtet. Eben, und das meine ich einfach. Die Leute, wenn man über die Leute etwas Schlechtes sagt, rennen alle. Aber niemand möchte, dass man von sich schlecht redet. Genau. Also, nicht aufgeben, ich finde... Ah, jetzt ist es so, wow, das ist toll, das ist wirklich genial. Ja, das heißt, nur Qualität kommt bei dir. Also, du sollst nicht verwechseln, was du machst. Vielleicht hast du noch keinen Einblick, weil du selber drin bist. Aber von draußen, ich sehe von draußen ist so, du leistest eine Qualitätsarbeit und Qualität, das heißt nicht Masse, das heißt nur paar Menschen. Aha. Ja, das ist das. Ich habe deine TV nicht per uns, zufällig gesehen. Nein! Ich habe dein TV nicht zufällig gesehen. Nein! Ich habe erstmal meditiert und dann bin ich auf deine Seite gestoßen. Mhm. Durch Meditation. Also bitte, nicht dich unterschätzen. Du sollst dich selber nicht unterschätzen. Du sollst dich nicht rechtfertigen. Mach deine Sachen, das ist sehr, sehr schön. Das kommt weiter. Wann rechtfertige ich mich? Ja, nee, ich sage einfach nur. Nee. Rechtfertige ich mich manchmal? Na ja. Manchmal habe ich den Eindruck... Okay, das war mir nicht bewusst. Okay. Ja, doch. Doch. Schön, wow, das ist richtig ein Segen, das, was du sagst. Ich meine, weiß ich schon irgendwie, aber dann es ist einfach wichtig, dass das einfach auch mal klar gesagt wird und du sagst es klar. Ich bin dir sehr dankbar. Ne? Ja, ja. Schön. Schön, dass es dich gibt. Sag mal, du hast vorhin Clarissa gesagt, aber es ist Clarisse. Ne? Das ist Clarisse. Und für deutsche Sprache, Clarisse ist ja Französisch. So. Ja? Und wie soll ich das sagen? Wie du das willst, Clarisse oder Clarissa? Ja. Deutsche Sprache, das ist Clarissa. Französische, das ist Clarisse. Okay, aha. Gut. Okay, wow. Schön. Ja. Ganz du toll. Du machst deine Sache ganz, ganz toll und ganz langsam, ohne Stress. Das ist die Leute, also ich lerne von deiner Gelassenheit. Deine Gelassenheit, ich lerne, weil ich habe diese Fähigkeiten nicht. Und ich lerne bei dir. Das ist das. Und jeder soll gucken, wo er lernen soll. Das ist das. Und diese innere Werte, die du die Leute erklärst, das ist Sachen, die nicht jeden Tag bekommen kann. Verstehst du? Ja, toll. Es kommt richtig gut. Wow. Und noch etwas. Um zu verstehen, was du sagst über Geist,
Geistwesen. Ja. Es gibt Literatur, aber die nennen das nicht Geistwesen. Die nennen das Gedankenformen. Ja, ja, ich kenne das. Aber eben, ich möchte, meine Provokation ist Geistwesen, weil alle haben Angst vor Geistwesen. Ach so. Weil sie Geistwesen sind. Ne? Aha, aha. Und für mich ist einfach so, wir haben alle Angst zu sterben. Ne? Ja. Und aus dieser Angst, weil wir sterben werden, oder wir schon gestorben sind, oder aus Angst zu sterben, leben wir wie Leichen. Ne? Oder leben wir schon gestorben. Und ehren einfach auch nicht die Seelen unserer Vorfahren, die eigentlich wir sind. Und genau. Ehren wir uns nicht. Ja. Und durch diese Angst, dass ich bin, dass ich erkenne, dass mein Großvater da in mir drin ist und mich handeln lässt, aus dieser Angst schließe ich alles und werde einfach wie ein Roboter, ne? Der ja. Nur handelt durch die instinktiv, sagt man. Und ich sage, handle nicht instinktiv, sondern intuitiv. Instinktiv ja. ist irgendeine Reaktion, intuitiv ist Intelligenz. Ne? Und diese Angst, diese Verbindung mit dem eigenen Geist aufzunehmen, ne? Das Wesen eines Geistes, ne? Ist für mich das Thema Nummer eins im Moment, weil die Ängste und die Sachen, die einfach auch geschehen werden, werden plötzlich Millionen von Menschen plötzlich alle Geistwesen sehen können, die auf dieser Erde sind. Und die werden erstmal einen Schreck bekommen und negativ werden, wenn sie den Körper verlassen. Durch die Veränderungen, die jetzt einfach auch kommen werden, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir lernen zu reisen. Das heißt, wir geben, was weiß ich, ein Haufen Geld, um zu schauen, ob man auf Mars wohnen kann. Ne? Und ich kann jederzeit auf Mars gehen mit meiner Seele, ne? Mit meinem Geist. Mhm. Deswegen hatten wir diese Sendung Geist, also so Außerirdische unter uns. Und was alle Kulturen machen und gemacht haben, das sieht man ständig, die Ehren der Ahnen und so weiter, in alle Sendungen, in alle Kulturen, überall gibt es, in alle Kirchen, in alle, nur die richtige Verbindung mit dem Geistwesen, da bekommen alle Horror oder wird belächelt oder wird einfach auch, nur jedes Kind hat diese Verbindung. Jeder Mensch, der ein Mensch verliert, ne, unterdrückt dann einfach diese Verbindung. Ne? Obwohl einfach die Beziehung mit dem verstorbenen Partner oder Eltern oder Tier oder Kind könnte sowas von gepflegt werden und würde uns nur reich machen. Ne? Jawohl. Ja. Ich wollte dir etwas fragen. Ja. Was ist das Gegenteil von Tod? Ja, Tod gibt es nicht. Ja, das Wort, das Gegenteil von Tod. Auferstehen. Sabine sagt Auferstehen. Ah? Auferstehen, sagt Sabine. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, was der Tod ist. So, um Menschen, die europäische, Zielgruppe ist erstmal europäische Gesellschaft. Ne? Aha, ja. Das Gegenteil von Tod ist die Geburt. Ja, aha, okay. Ja? Also, wenn du, es gibt Geburt und dann Tod. Tod, ich mag das Wort nicht Tod, aber hier in dieser Gesellschaft sagt man Tod. Tod, ja. Mhm. So, und dazwischen ist Leben. Leben hat keine Gegenteilwort. Gibt es nicht. Also Geburt und Tod und dazwischen ist Leben. Leben, das heißt, wenn ich geboren bin, bin ich tot, komme ich wieder. Mhm. Geburt, diese Reinkarnation, komme ich wieder. Mhm. Und dann
Das Leben geht immer weiter, bis ich die Inkarnation wieder beendet habe. Das heißt, meine Evolution habe ich beendet und dann bin ich einfach Licht. Mhm. Also ich wollte nur das Wort Tod erklären für die Leute, die an Tod glauben. Ja, ja, ja. Wenn man fragt, was ist das Gegenteil, sagen sie, das ist Leben. Nein. Die sagen, am meisten, die sagen, das Gegenteil von Tod ist Leben. Nein, ist Geburt. Ja, Geburt ist das Gegenteil. Ja, ja, schön, ja. Mhm. Und dazwischen ist Leben, die unendlich ist. Ich wollte keinen Fehler jetzt machen. Und wenn man das weiß, dass Tod, das Gegenteil von Tod Geburt ist, dann sieht man sofort, dass von Tod geht man wieder, kommt man wieder auf diese Erde, kommt man wieder, um weiter sich zu entwickeln. Mhm. Und jeder von uns entwickelt sich nach seinem Takt, nach seinem Rhythmus, nach seinem Wissen. Mhm. So sehe ich die Sache. Mhm. Und schau mal, in vielen Kulturen gab es, was weiß ich, die Kriegerkulturen, die waren alle angstlos. Ne? Mhm. Heute, aus Angst, eine Arbeitsstelle zu verlieren, leben wir nicht. Ne? Oder gebären wir nicht, so wie du das sagen würdest. Das heißt, diese Angst vor dem Tod und vor dem Gebären, Schöpfer zu sein, kreativ zu sein, hat die meisten Menschen im Griff. Diese Angst dazu zu sterben, lässt eine Beziehung nicht leben, lässt eine neue Arbeitsidee, einen neuen Job nicht entstehen. Ne? Lässt, also diese Angst regiert alles. Ja, weil Angst hat mit Geld zu tun. Angst hat mit Geld zu tun und Unwissenheit zu tun. Wissen ist verloren gegangen. Und wenn man wieder in Bewusstsein oder weiß, recherchiert, dann hat man keine Angst mehr. Das ist, was ich die Menschheit erzählen möchte. Ja. Dass wir haben vor uns jetzt alles. Ja. Nur, wir haben den Weg verloren, weil wir an Geld, an Materiell verbunden sind. Mhm. Und wenn wir an Materiell verbunden sind, dann vergessen wir unsere Hauptaufgabe auf dieser Erde. Mhm. Jeder Mensch ist ein spirituelles Wesen. Mhm. Jeder Mensch soll nicht mehr spirituell sein, weil er ist schon spirituell geboren. Ja. So hat er vergessen, seine Mission hat er vergessen. Mhm. Und ich bin da, um meinen Mitmenschen zu sagen, du hast nur deinen Weg verloren oder vergessen, wach auf. Mhm. Das ist das. Mhm. Und mit meiner Weisheit, mit meinen Botschaften, dann kann ich die Leute aufwecken. Mhm. So sehe ich die Sache. Schön. Machst du manchmal auch Reisen als Geistwesen? Ich denke schon, wenn ich schlafe. Nee, einfach bewusst, dass du sagst, jetzt fliege ich zu in diesem Land oder zu dieser Person. Nein. Okay. So viel ich weiß. Die kosmische Energie arbeitet mit mir, aber wie die mit mir arbeiten, weiß ich nicht. Ich folge dieser kosmischen Energie. Mhm. Ich folge die. Aber eben, dieses Verbundensein an der Materie, wie du sagst. Ne? Das heißt, ich hatte mal beim Spazieren, hatte ich einfach das Gefühl, so, ich möchte jetzt fühlen wie ein Geistwesen. Ne? Und ich denke, dass mit dieser neuen Drüsenforschung, dass das möglich sein wird, dass wir einfach sagen, okay, ich bin auch ein Geistwesen und so wie die anderen Geistwesen immateriell sind, ich habe die Freiheit, mich zu bewegen und ich habe die Freiheit,
auch neu zu kodieren. Ne? Und ich habe die Freiheit, auf andere Planeten zu gehen, ich habe die Freiheit, nach Australien zu gehen und zu fühlen. Ne? Man hat eine ganz andere Freiheit. Und für mich, durch die Verbindung von Geistwesen, Drüsen, Meisterschaft, bedeutet, dass durch diese Bewusstwerdung der Geistwesen um uns herum, durch das Versorgen der Geistwesen, die, und die auch Materie sind, die meine Leber, in mein Leber sind, in meine Haut sind, in meine Haare, so wie die DNA es einfach mir zeigt, dass wir dann einfach immense Freiheiten bekommen, die wir bis jetzt nicht gehabt haben, weil wir auf dieser Erde einfach auch gebunden sind. Ne? Oder auf der Materie, auf das Geld gebunden sind. Und wenn wir einfach die ganze Geistwesen kennenlernen und auflösen und so weiter, dann werden wir dann eine immense Freiheit haben, dass alles, was bis jetzt nicht erlaubt war, wie eben Organe nachwachsen zu lassen oder Zeitreisen oder planetarische Reisen, dass wir wirklich keine Raumschiffe brauchen und keine Maschinen, um das zu tun. Man braucht nur kurz zu switchen und in das Geistwesen, was wir sind, zu erlauben und Türen zu öffnen, sich einfach auch zu bewegen. Und wenn ich denke, ich kann jetzt zum Beispiel zu einem geliebten Mensch gehen, ich hatte das mit meinem Tier, ne, zuletzt, ne, wo ich einfach auch nicht richtig den Kontakt hatte, ne, oder, und das war für mich einfach auch ein Impuls, einfach in diese Forschung zu machen, wo ich gesehen habe, Mensch, es gibt eine Sperre zwischen mir und dem Geistwesen meines Tiers, ne, mit dem ich verbunden bin. Worum geht es denn? Was geschieht? Und dann habe ich einfach gesehen, dass die meisten Menschen leiden darunter und sind still und schweigen und niemand erzählt die Erfahrung, die jeder gemacht hat und jeder verdrängt diese Erfahrung der Kontakte mit den Seelen, ne? Die man hat, gehabt hat, als Kind gehabt hat oder so. Ne? Bist du noch da? Ja, ich bin da. Ja. Und, ja. Und deswegen die Einladung, Mensch, lass uns alle Seelen ehren, dann ehren wir uns selbst und bringen wir alle Anteile unserer selbst zusammen durch das Erkennen, dass in meiner Haut, in meine Zähne, in meinem Körper sind alle Geistwesen dafür und so weiter. Und wenn ich etwas für die Geistwesen tue, tue ich es für meine Gesundheit, für meine Seele, für meine Familie, für mein Haus, für meine Kultur, für meine Kinder und für meine Ahnen und für die Erde auch, weil das Ganze wird einfach auch in Gleichgewicht kommen. Ne? Genau. Aha. Das ist ja, ich stimme zu, alles, was du sagst. Das ist Wissen, die nur einfach verloren gegangen ist, was du erzählst. Jeder hat, wir haben extrasensorielle Fähigkeiten. Aha. Wir haben erstmal die fünf Sinne, die wir in der Schule lernen. Aha. Fünf Sinne. Außer fünf Sinne sind nur sieben. Sieben extrasensoriell, die wir noch entwickeln müssen. Jeder für sich alleine. Oh, schön. Aber es wird ja nicht erzählt darüber. Wir haben nicht nur fünf Sinne, wir haben insgesamt zwölf in uns. Also fünf. Also sieben, fünf Sinne und dann nochmal sieben extrasensorielle Sinne haben wir. Das heißt, wir sind in der Lage zu fliegen, zu gehen, wie du sagst. Nur, du sollst nicht Raupe sein, du sollst jetzt Schmetterling, weil wir werden zu Schmetterling gemacht. Aber nur, wir wollen, jeder von uns soll die Arbeit leisten. Das heißt, loslassen können. Loslassen, weil wir hängen an Material. Deswegen können wir nicht fliegen, weil wir an Material hängen. Wir hängen an Versicherung. Wir hängen an Autos.
Und wenn wir immer an solchen Sachen hängen, wir können nicht fliegen. Das ist das. Hm. Und was du beschrieben hast, das ist ja das Leben in der fünften Dimension. Es gibt Menschen, die schon so weit sind, die leben in vierter Dimension. Und dann werden die in fünfter Dimension leben. Aber die Leute, die in der Dualität leben, die werden nur in der dritten Dimension bleiben. Mhm. Die werden nicht als Schmetterling sein. Mhm. Das heißt, man muss wirklich wissen, Tod gibt es nicht. Mhm. Tod gibt es nicht, das Wort gibt es nicht. Und jeder Mensch soll ja alleine, für sich alleine, diese innere Werte, was du gesagt hast, bearbeiten. Mhm. Bearbeiten, selbst bearbeiten. Mhm. Ist nicht einfach, selbst die innere Werte zu holen, das ist nicht einfach. Bei mir manchmal mache ich einen Tag lang, ich kann nicht reden. Mhm. Das ist hart. Aber wer macht das? Die Leute sind ja beschäftigt mit Arbeit, mit Geld, mit Versicherung, mit Autos, mit Reisen und so weiter und so fort. Mhm. Diese ganze Konditionierung. Mhm. Ja, das ist das. Das heißt, die Angst vor dem Tod ist eigentlich keine Angst. Die ist Angst vor dem Nix oder vor... Das ist Angst. Vor Neugeburt, sagt Sabine. Ah ja, ist die Angst vor dem Geburt. Ja. Ja, weil sie das nicht wissen. Die denken, Tod, Gegenteil von Tod ist Leben. Die denken, die Mehrheit denken, wir leben, dann werden wir tot. Mhm. Aber das stimmt ja nicht. Mhm. Leben hat kein Gegenwort. Mhm. Nein, Leben ist unendlich. Mhm. Tod, wir haben ja frei erfunden, das Wort Tod. Tod, Gegenteil ist Geburt. Mhm. Und wenn man das weiß, man hat nicht mehr Angst vor Tod. Ja, das ist das. Ja. Schön. Wow. Schelka möchte noch was dazu sagen. Ja, bitte. Vielen Dank. Wow. Ganz toll. Okay. Ja, so. Ich bin dabei, ich folge dann. Mhm. Ja. Okay. Oder gibt es noch Fragen? Na, das ist rund, was du gesagt hast. Ja. Nee, jetzt im also, Moment, ne? Ja, gut. Ich bin dabei und bis nachher dann. Okay, danke. Ja, tschüss. Ciao. Oi. Das ist ja mächtig. Wow, toll. Ganz toll. So fühle ich mich, also ich fühle mich oft in diesem Prozess gerade des absoluten Sterbens, Tod, und das fühlt sich irgendwie ungewohnt und irgendwie auch gut und irgendwie auch so die Sehnsucht, Neugeburt, das ist total da, also ich kann das total fühlen. Mhm. Ist zu leise. Magst du ein bisschen näher kommen? Oder hast du Angst vor mir? Nein. Also ganz leise jetzt. Okay. So. Ah, das war zu leise, okay. Na, vielleicht sollten es nicht alle hören. Ich muss mal auf einen anderen Stuhl, das kann nicht lange sitzen hier. Tut alles weh. Oh, echt? Ja, und hier dann. Na, der ist auch nicht bekannt. Bist du hier? Nee, ich richte mir morgen. Ja, ich will sterben. Neu gebären. Das heißt, sterben ist einfach auch kreativ sein. Angst vor kreativ sein. Mhm. Angst, sich zu zeigen. Angst, die Wahrheit zu sagen. Angst. Ja, jetzt habe ich verstanden, warum das Wort Geistwesen einfach auch so wichtig ist. Ne? Oh,
ich brauche ein Mikro hier, der immer alles ausgleicht. Ich muss ständig am Regel sein. Vielleicht kann einfach der Samuel helfen. Hi, GTV. Wer ist da? Hallo? Hi, Josef. Grüß dich. Ja, kannst du uns ein bisschen erleuchten? Bitte? Ah, musst du bei dir leise machen, ne? Ja. Also in den Stream, ne? Sonst ist doppelt. Ich habe mir das jetzt gerade angehört. Aha. Und muss natürlich jetzt auch sagen, das ist noch ein bisschen ungewohnt, weil das Bild ein bisschen langsamer kommt als die Sprache oder zeitversetzt. Das ist zeitversetzt, das musst du ausmachen, nur am Telefon konzentrieren. Mhm. Weil das geht von hier nach New York, dann nach Brasilien, dann geht an den Südpol und dann kommt nach Deutschland wieder. Das heißt, deswegen, so für mich ist einfach das GTV irgendwie durch die ganze Kabel, haben wir ganz andere Verbindungen und können wir das auf der Bewusstseinsebene, können wir neue Ebene erreichen, dadurch, dass das, was wir tun, weltweit sich einfach bewegt, um die Kugel rumgeht. Ne? Und das ist schon unglaublich, das, was ich tue, nach wenigen Sekunden mal die Sprache und das Bild dreht sich um die Erde. Ne? Das ist doch unglaublich. Das ist Magie fast. Das ist das ist Esoterik-Internet. Ja, viele sagen nicht, dass was die Technik kann, dass der Mensch das einfach auch nicht kann. Ne? Bilder und Sprache gehen in wenige Sekunden um die Welt und ich sende und von anderen, von Laptop hier dann nebendran, kann ich einfach auch empfangen. Ne? Ja, sag uns deine Weisheit. Schön. So, ich bin wir echt hatten das ja heute auch schon mal angesprochen. Und zwar hat es jetzt ja auch die ganze Zeit ja mit Zuhören, Tod und so weiter offen. Vielleicht ein bisschen nah am Ohr, am Muschel, damit die Sprache klarkommt. Ne? So nah wie möglich, weil das wird jetzt über das Mikrofon, über den Lautsprecher aufs Mikrofon, dass es so deutlich wie möglich ist. Ne? Ist das jetzt besser? Ja. Also, ja, gut. Weil für mich ist ein Kunstwerk immer. Ich bin hier auf den Mund geführt und nicht mehr frei hier rumliegen. Okay. Sehr schön. Ja, ihr habt ja einmal von Tod oder Sterben gesprochen, dann von Zuhören, Sprechen. Und was für mich ja wichtig ist oder so wie ich zuhöre, ist einmal, was bedeutet es für mich oder was heißt es für mich oder wie fühlt es sich für mich an, was dort gesagt worden ist. Und das merke ich dann oftmals auch in meinem Körper an verschiedenen Stellen, wenn jetzt jemand irgendetwas sagt, dass eben dort ja verschiedene Gefühle auftreten können. Das kann Druck sein, es kann ja Freude sein, es kann ein Lachen entstehen, ein inneres, ein äußeres Lachen, das ist ganz unterschiedlich. Aber was mich heute ja noch mal oder vor Tag auch sehr stark bewegt hat. Ich bin seit etwa 20 Jahren, habe ich mit Selbsterfahrungsseminar angefangen und hatte dort mir einmal gesagt, ich will mich öffnen. Und dieses Öffnen ist dann so gewesen, dass
ich einmal Erfahrungen oder auch Bilder bekomme. Hallo? Hallo? Einfach nochmal anrufen, ne? Ah, vielleicht ist der Strom weg. Ist er tot? Gelebt. Jetzt wieder da. Wie siehst du das? Ach so. Ja, ich sehe Bewegungen. Ich nehme jetzt immer mehr diese Bewegungen da. Mensch, schade. War so spannend. Ich bin richtig in die Bilder reingegangen. Das heißt, ich könnte weiterhin mir vorstellen jetzt, wie wenn er weiter erzählen würde. Ja, Josef, ist was passiert? Intuition, die vergessene Fähigkeit. Kommt gerade eine E-Mail. So, ist der Strom ausgefallen? Das weiß ich auch nicht, was passiert ist. Da habe ich jetzt doch gerade 5 Minuten erzählt und keiner hört zu. Ah, Leitung tot. Die Leitung ist gestorben. Ja, das kann schon mal passieren. Ja, passiert schon ab und zu. So, mal gucken, ob es jetzt besser klappt. Ist denn die Verbindung so gut, oder? Die ist sehr gut, ja. Wenn das schon was mittendrin, ich war so schön drin. Ja, vielleicht erzähle ich ganz einfach mal von diesen Bildern, die automatisch dann gekommen sind, als ich gesagt habe, ich will mich öffnen. Und dieses Öffnen, das war ja für mich, auch wenn ich mich jetzt wiederholen sollte, ich weiß ja nicht, was ja alles gehört habe, was nicht. Und zwar für mich ist das so, wenn ich mich öffne, dann sehe ich, erfahre ich Dinge, die ich jetzt in meinem Leben befürworte, aber ich erfahre und erlebe auch Dinge, die jetzt nicht mehr in mein Lebensbild passt. Also ich hatte das ist jetzt schon 18 Jahre her, schätze ich, glaube etwas länger, ein Bild. Und zwar ging es dort um einen Kreuzritter. Und zwar der Kreuzritter, was ich damals auch nicht wusste, die haben ja Menschen getötet und dann die Araber, die haben verschiedentlich ihre Wertgegenstände wie Diamanten und so weiter verschluckt, damit eben die Ritter die nicht rauben können. Und Kreuzritter sind dann oft hingegangen, die haben die Menschen ausgeweidet
um an diese Schätze zu kommen. Und das, was mich damals sehr stark eben bewegt hat, das war das Gefühl, das dabei war. Also wenn ich das Bild heute sehe, sage ich, nee, damit möchte ich nichts zu tun haben. Aber dieses Gefühl, das ich hatte, das war einmal die Gier zu spüren, dann einmal die Freude und dann, ja, auch Spaß daran zu haben. Den Spaß eben, einen Menschen zu töten und sich daran zu bereichern. Das war dieses Bild, das brauchte ich ungefähr 6 Jahre, bis das eben einigermaßen geheilt war. Und das andere, das war eben, da war ich ein kleiner Junge, diese Situation, die habe ich 1842 genannt, weil mir damals die Zahl so kam. Da war ich ein Junge, der lebte in einer Familie, die hatte wenig Geld. Dieser Junge wurde umgebracht. Und was ich da noch so in Erinnerung, oder was dann hochkam, er wurde von seiner eigenen Mutter umgebracht. Und auch diese Situation, das hat mich gestern und vorgestern wieder daran erinnert, als er mit diesen Dreiern, mit der 3 ist 1 und mit den 3, mit der 3 da zu tun, gesagt habe. Ne? Mhm. Und zwar, für mich war das so, ich habe dieses Bild erkannt, dann habe ich das nachgespürt, was dort ist, das war der zweite Teil, und am dritten Tag habe ich dann danach gehandelt und habe mich nochmal mit meiner damaligen Familie auseinandergesetzt und habe Wünsche an sie gerichtet. Und indem ich das gemacht habe, ist auch dieses Bild geheilt worden. Kann ich wieder zu Bild Nummer 1 gehen? Ja, kannst du machen. Wie meinst du, dass das erste Bild geheilt wurde? Nein. Okay, gut. Das heißt, wenn wir uns jetzt unterhalten, dann merke ich, dass körperlich noch etwas da ist. Okay. Also alles, jede Erfahrung, die ich habe, auch Erfahrungen jetzt von meinen Ahnen, die sind körperlich irgendwo, haften die an. So erfahre ich das immer für mich. Okay. Schön. Die Situation jetzt mit dem Ritter, die sitzt körperlich zwischen dem Herzchakra und dem Kehlkopf. Ja, also ich fühle mich gut bei dem Bild, weil also symbolisch die Menschen, es ist das Thema auch von heute Abend, die Menschen verstecken ihre Schätze und wollen sie einfach auch nicht preisgeben. Und da kommt jemand, aha, und zwingt einfach auch, na, holt die Schätze einfach auch raus, aber es ist Gewalt, mit Gewalt, ne? Ja. Okay. Aha, okay, das. Ja, also ich sehe, die erste Information war für mich, dass das einfach auch mit Geben und Nehmen zu tun hat, ne? Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen, und zwar das Geben ist Nehmen und Nehmen ist Geben, und dass da, nehme ich an, dass eine Meisterschaft von dir auch in diesem Bereich ist. Und das heißt, diese Erfahrung, wo du einfach auch die Leute verstecken, du nimmst einfach auch mit Gewalt, ne? Und
sollte ein Marker sein, dass es dich immer wieder daran erinnert, dass du eine Meisterschaft am Geben und Nehmen ist. Meine Information ist, das ist nicht richtig geschehen. Es ist nur ein Bild, der in dein System gespeichert ist, aber ist nicht ein Bild, was in der Vergangenheit einfach auch geschehen ist. Also das ist oft geschehen, die Sachen, und das ist gut so, aber es war nicht notwendig für dich, dass es geschieht. Das heißt, du hast nichts, oder deine Genetik hat nichts gemacht, hat sich nur ein Bild geholt, um die Impulse zu bekommen und verfolgt zu werden, um diese Meisterschaft des Geben und Nehmen in Gleichgewicht erinnert zu werden. Und das ist einer der Themen, was für die Welt immens, immens einfach auch wichtig ist. Ich würde das, darf ich weitermachen? Ja. Also ich würde das in deinem Körper, es sind zwei Stellen hier im unterm Bauch, also zwischen Bauch und Darm, sind zwei Punkte. Und die eigentlich, genau, diese Punkte sind neben das Hara, ne? Die und zwar, diese zwei Punkte sind Leben, so Leben und Sterben, oder korrekter gesagt, so wie Clarisse uns gesagt hat, zwischen Gebären und Sterben. Und Gebären und Sterben sind einfach auch Geben und Nehmen. Ne? Und du kannst durch das Hara uns nach meinem Gefühl das ewige Atem, also der Atem des Lebens geben. Und ich, deswegen, es ist unglaublich, ich lade dich einfach auch ein, dich auf diesen Atem des Lebens auszurichten, den du uns einfach auch geben kannst. Es ist wie ein Hauch, was aus deinen Haaren einfach auch kommt, wo du, nehme ich an, in einem Zen-Kloster schon praktiziert hast und irgendwann auch, was weiß ich, eher Angst bekommen hast vor diese Kraft, die aus deinem Haar einfach auch rausgehen kann, und dann dir so ein Bild erschaffen hast. Wie gesagt, meine klare Information, das ist nie richtig geschehen. Das heißt, du brauchst auch weder, musst noch karmisch noch auf irgendeine Ebene irgendetwas wieder gut machen, sondern das ist einfach nur die Angst, dass du den Atem deines Haara mit dem Atem deines Haara uns ja, dieses Hauch des Lebens geben kannst. Nee, wie habe ich es vorhin genannt? Das muss ich mir aufschreiben. Atem. Atem des Lebens. Atem. Also du kannst uns den Atem des Lebens. Ja, Atem des Lebens, ja genau. Des Lebens geben. Und den Widerstand ist einfach auch sowas von groß, und das kann ich einfach verstehen, weil es einfach umso mächtiger, ne? Und ich bin richtig so aufgeregt jetzt, ja, ich bin sonst kaum oder wenig einfach aufgeregt, aber bei der Vorstellung, diesen Atem des Lebens zu bekommen, bedeutet, dass du eine Energie uns geben kannst, die ständig zwischen Sterben und Gebären. Dieser Atem des Lebens bringt uns in ein ständiges Geben und Nehmen, ständiges Gebären und Sterben. Ne? Dass wir durch die Aktivierung der Drüsen oder die Ganzheitlichkeit der lebendigen Drüsen
können wir in ständigen Kontakt mit den Geistwesen und unserer Meisterschaft einfach auch sein. Deine Meisterschaft ist den Atem des Lebens. Boah, das ist ja, ich bin sonst immer cool, ne? Diesen Atem des Lebens und die Geistwesen sind einfach auch der Tod, ne? Das heißt, meine Absicht ist immer auf die Kompetenz gerichtet, ne? So egal was geschieht, dadurch, dass dieser Atem des Lebens aktiviert wird und wir bieten dir an, dass du das uns geben darfst, um ein Resonanzfeld zu haben, dass es dir sofort oder schneller gut geht. Also Heilung ist für dich, Heilung ist einfach auch nur geben, ne? Und in dem Moment, wo du es gibst, dann hast du es. Wenn du es nicht gibst, hast du es nicht. Ne? Du wolltest was sagen? Boah. Nee. Zur Zeit war da. Okay. Gut. Ich habe mich nur daran erinnert. An was? Eben, wie das früher war. Als wie nochmal? Als Bruder? Wie es früher war. Also wie es früher war, okay. Vielleicht ist gut jetzt eine Atempause. Ein bisschen Stille ist gut. Uiuiuiuiuiui. Türen auf, weil hier ist sehr feucht. So, ich nehme gleich noch. Ja, geht einfach ins Gefühl und beobachtet, geht einfach ins Gefühl und beobachtet jetzt euren Atem. Nehmt ihn wahr, ohne ihn zu verändern. Weil die Energie von Josef, die wirkt jetzt bei uns allen. Im Atem des Lebens. Dass wir gar nichts tun müssen, dass er einfach strömt, dass wir geatmet werden. Und wenn wir Angst haben oder Widerstände, dann stockt der Atem. Und wenn wir es fließen lassen, dann, so nehme ich das wahr, dann kommen wir dann werden die Wellen dieses Auf und Ab, was wir immer erleben jetzt und jetzt immer heftiger erleben werden, sind dann nicht mehr so, werden konstanter, sind nicht mehr so extrem. Und das hat auch mit dem Atem zu tun. Dann geschieht das Kommen und Gehen von ganz allein, ohne dass wir daran festhalten oder. Es geschieht einfach. Und das wird leichter dann für uns. Ohne diese Extremen durchzumachen, sondern es wird einfach konstanter.
Und nicht nur auf einer Linie, sondern so langsam nach oben. So. Ja, wie oft halten wir den Atem an? Danke, Josef. Ist unglaublich, weil es wirkt schon, wo das angesprochen wurde, wird dann einfach auch bei vielen schon aktiviert. Weil normalerweise würde ich jetzt ein bisschen gucken, ist okay? Mhm. Bist du da? Leitung tot und wieder auferstanden. Ja, ich habe jetzt ein anderes Telefon genommen. Mhm. Und ich merke das auch körperlich und das bewegt mich sehr stark. Und aber ist es gut oder schlecht? Das ist gut so. Okay, also, ja, finde ich auch. Also, ne? Ist nichts Negatives, ist sehr ungewohnt, ist so ein inneres Zittern und das fühlt sich oder es bewegt sich etwas, was eben sehr, sehr lange fest saß. Ne? Das heißt, wir treffen die Entscheidung immer. Wenn es schlecht ist, dann bremsen wir. Wenn es gut ist, dann legen wir los und geht uns gut. Ne? Das, wir treffen das. Mhm. Ja. Ich wollte mich noch bei der Sabine bedanken. Die hat vorhin von einem Bild gesprochen, von den Wellentälern und den Wellenbergen, dass die sehr stark sind. Und genau das gleiche Bild hatte ich heute auch, wie sich eben dieses Wellentäler beruhigen und harmonisch, ja, einfach harmonisch fließt. Ja, also dass die Extremen nicht mehr, also das die Information kam durch dich jetzt, ja, die hast du. Hast du rübergewellt hierher? Ich habe es nur ausgesprochen. Ja, es kam durch dich. Dankeschön. Ja, bitte. Mhm. Ja, ich wurde schon, also meine Einladung ist, mit all diesen Entdeckungen, die wir machen, dass wir die Möglichkeit haben, das heißt, du hast die Möglichkeit, oder ich biete dir, dass einen ganzen Abend nur, oder eine Stunde über den Atem des Lebens einfach, dass wir schauen, in welche Form du dich erleichtern kannst und uns dieses Atem des Lebens geben. Und ich kann, was meine Fähigkeit oder mein Dienst ist, ist einfach auch dir Wege vorzubereiten, und zu ebnen, damit du endlich nach so vielen Jahrhunderten uns den Atem des Lebens einfach auch schenken kannst oder lehren kannst, was das Gleiche ist. Ne? Und wenn du erleichtert wirst, dann kommt das Wissen nach und du wirst tausendfach beschenkt durch das, was einfach auch nachkommen wird. Erstmal die Entspannung,
Du hast uns das, was du zurückgehalten hast und dir wehgetan hat, weil du es zurückgehalten hast, hast du eine leichte Form gefunden, uns, um das zu schenken, weil wir nehmen das an und wir verstehen das. Und dass du einfach auch die Art und Weise fühlst, wie du das einfach auch für die Menschen verständlich das weitersagen kannst, dass es auch ankommt. Ne? Und ja, und das könnten Übungen, also ich denke, dadurch sind zum Beispiel durch diese Impulse sind alle Systeme entstanden, die jetzt unterrichtet werden. Auch das weiß ich, russische Allmethode, plötzlich hat man entschieden, nee, ich möchte jetzt nicht mich verfolgen lassen, ich möchte verfolgen oder ich möchte folgen, ne? Mich folgen. Und dann entstehen, wenn man brav ist, so brav hört man auf sich. Man folgt sich, man erfolgt sich, dann plötzlich, boah, bedingungslos, jetzt tue ich meine Arbeit, was soll ich sonst machen, sonst leide ich. Das ist dann, das ist, womit viele Menschen in den Erfolg einfach gegangen sind, ne? In den sie einfach sich selbst gefolgt sind. Und deswegen, ich würde gerne schon eben eine ganze Stunde, das biete ich dir an, dass wir den Atem des Lebens und dann gucken mal, welche Übungen oder was weiß ich, durch dich kommen, die wir machen können. Und ich garantiere dir, dass du dich dann so leicht und beschenkt fühlen wirst, wenn das, weil wir es annehmen werden und dankbar sein werden. Ne? Und eigentlich sollte man eben ein bisschen forschen und danach, dass jemand uns einfach auch beschenkt. Ne? So von alles, was wir bis jetzt entdeckt haben, damit wir ja, damit wir erfahren, wie schön es ist, wenn man gibt, was man hat, wenn man findet, was man hat und wenn man begleitet wird von liebevollen Menschen in die Kunst des Geben. Weil diese ganzen Bilder sind ja, so wie Clarissa das sagt, Internetbilder. Das heißt, sind Bilder, die in der Luft sind. Ne? Und deswegen ist diese Dimension über den Livestream ist optimal, weil das hat eine ganz andere Autorität, weil das, was wir tun, geht in den Globus. Und die Bilder, die du aufgefangen hast, um dich an deine Meisterschaft zu erinnern, die sind überall, ne? In den Globus. Mhm. Ne? Ja, das ist gerade das mit diesem Bild, ne, das wir angesprochen haben, das war mir, ich wusste nicht, bin ich es selber oder ist es jetzt was anderes. Was für mich wichtig war, eben die emotionale Bindung daran, die Gefühle, die mit diesen Bildern zusammenhängen. Ja, aber wie gesagt, nach meiner Wahrnehmung, die hast du dir kreiert, um diese, normalerweise alle Bilder sind geschehen, ne? Aber für mich war eben ganz klar, die hast du dir einfach auch geborgt von irgendjemand, um erinnert zu werden. Ne? Und aber das ist das Ding, wo wir in der Zwickmühle sind. Entscheide ich mich für Verbergen oder entscheide ich mich fürs Geben? Ne? Und das Verbergen tut weh und man quält sich Jahrzehnte, anstatt einfach zu sagen, okay, jetzt tue ich's und dann findest du die Möglichkeiten. Wenn die Entscheidung ist, früher oder später findest du einfach auch die Sphäre oder den Trichter, der das einfach richtig aufsaugt und sagt Danke und freut sich riesig und du Mensch, hätte ich das früher gemacht. Ne? Aber diese Atem des Lebens, das ist, würde ich gerne in Details so einfach ein bisschen weiterschauen. Obwohl es wirkt schon, das ist schon offen. Also ich kann
es ist gut. Ich fühle mein Atem, also in meinem Körper geht es ab, ne? Und es ist einfach ein tolles Gefühl. Und das heißt, zum Teil ist es einfach auch schon geschehen, ne? Und ich denke schon, dass du körperlich einfach auch Entspannung fühlen wirst auf das, was zurückgehalten wurde. Und Spannung in den Creation, in den Schöpferkraft, für das, was du tun willst und einfach auch was brauchst. Ja, ist eigentlich schon alles geschehen. Das Ansprechen war schon gut. Und für mich ist eine tolle Energie, die ich gut brauchen kann, diese Atem des Lebens. Ne? Weil ich habe mich auch bei meiner Geburt geweigert, auf diese Welt zu kommen. Ne? Mit meinem Atem habe ich auch schon ein Problem. Ne? Besonders nachts. Mit dem Rauch. Ja, nachts, sagt Sabine, wenn ich schnarche. Oder Rauch, wenn ich rauche. Oder du hältst so oft den Atem an in der Nacht. Ich halte oft den Atem an, sagt Sabine. Und das heißt, das, was du jetzt machst, gerne weitermachen oder gerne eine Stunde damit verbringen, mit egal was, darüber reden oder Übungen, dir fällt dann schon was ein, was wir machen können. Ne? Und wie gesagt, das Höchste im Universum ist, und das ist das, was wir anbieten, ist, dass du das, was du wirklich hast, schenken darfst. Ne? Es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts, was Glücklicheres macht. Weil das befreit total und öffnet 60.000 neue kreative Kanäle. Also das hat mit Nehmen zu tun. So diese zwei Drüsen neben deinem Hara, das Geben und Nehmen, sind eine alchemistische Formel, dass so, um das mit Osho zu sagen, je mehr du gibst, desto mehr du hast. Wenn du gibst, was du hast, dann gibst du 5, bekommst du 50.000. Sofort. Und es ist automatisch. Es ist eigentlich eine Reichtumformel. Ne? Okay. Ja, ich bin selber noch etwas sprachlos. Ich würde auch nicht mehr darüber sprechen jetzt. Ja, das ist Atem, das hat nichts mit Sprache zu tun. Ne? Wie gesagt, das wirkt und das geschieht. Normalerweise muss man was machen und eben können wir gerne dann das wirken lassen. Und jeder, ich lade jedem ein, eine Resonanz zu geben. Und schriftlich, wie es euch gegangen ist, und dass wir das morgen einfach auch vorlesen können. Ne? Bist du morgen da? Einigermaßen? Ja. Ah, schön, freut mich. Okay. Dann, weißt du, früher, ich lade immer ein, das habe ich auch in der Wirtschaft gemacht, sich nicht Maya Müller zu nennen, sondern nach der individuellen Kompetenz, ne? So wie die Indianer das gemacht haben. Ne? Und deswegen nimmt man manchmal andere Namen, so wie Jeet, es ist zwar Sanskrit, aber ich würde dich einfach auch jetzt umtaufen, Atem des Lebens, alias und so. Ne? Oder, ja, und das habe ich einfach in der Wirtschaft auf die Direktoren Zimmer einfach gemacht, bevor man reinkam, stand nicht nur Verkauf, sondern deren individuelle Kompetenz auch. Ne? Und das finde ich einfach auch gut, dass jeder sich nennt nach der eigenen Lebensaufgabe, ne? Oder Kernkompetenz. Ne? Und das würde ich mir hier und da aufschreiben, so groß. Und da erinnert, mein Gott, das geht hier ab. Okay, du, dann bis morgen oder lassen wir das einfach wirken. Und ich danke dir sehr, dass du uns im Namen von allen Zuschauern, dass du uns das geschenkt hast. Und ich bitte wirklich
die Zuschauer einfach Resonanz zu geben, weil jede Resonanz trägt zum Reichtum. Ne? Also wenn jeder sagt, oh, bei mir ist das und das passiert, nur wenn man es gibt und ausspricht, dann wirkt es richtig. Ne? Schön. Das war wieder ein Abend. Okay. Ja, dann danke. Und bis, ja. Danke dir auch und bis morgen. Okay. Bis morgen. Okay. Okay. Tschüss. Ciao. Ja, Schelka, siehst du, was du da ausgelöst hast? Ich wollte immer eine Stunde machen, es wird ja immer länger. Aber ist ja spannend. Ganz spannend. Gut, dann würde ich das Schelka die Ehre für dich, ein paar Worte und dann abschließen. Wenn du möchtest. Ja, das ist echt aufbauend, ne? Auch das, was Clarisse auch gesagt hat. Ah, Clarisse oder Clarissa. Clarisse. Brando, Brando. Ja, Brando, hier bin ich. Ich freue mich, dass ich das ausgelöst habe. Ich freue mich, wenn man mir sowas sagt. Ja, ich bin's. Darf auch mal was sein. Ja. Weil ich denke, deine Art schafft schon diesen Raum, wo die anderen sich dann trauen, ne? Auch, ne? Ja. Ja, ja, das geschieht auch in den, das, was du vorhin angesprochen hast oder mit Clarisse gesprochen hast, da wo die Menschen noch nicht so weit sind. Auch im Gespräch mit mir. Sie öffnen sich, sie kommen ins Vertrauen einfach. Mhm. Es geschieht einfach, ja. Mhm. Ja, ich freue mich. Also ich freue mich jetzt so für das. Und das andere ist, was du mit Clarisse eben gesprochen hast. Das ist so, so wie sie das sagt, das bejahe ich vollkommen, weil so ist es. Sie sagt, ja, ich habe mich um das gekümmert. Ich auch. Nur darum bin ich so. Und darum bin ich auch der Meinung, und nicht nur der Meinung, sondern ich weiß es. Wir sind wenige. Das ist jetzt aber eine andere Ebene, als wenn man jetzt so schaut, für jemand, wo etwas fehlt. Aber wir sind eine Gruppe und ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass du das schon weißt. Wir sind eine Gruppe und ich werde mich wahrscheinlich immer wieder wiederholen, die hier zusammenkommen. Mhm. Und wir sind nicht viele. Und das, was du vorhast, von dem, dass du immer sprichst, ich will fliegen, ich will auch fliegen. Das ist unser gemeinsames Projekt, das wir schon, ich weiß nicht wann, aber was wir schon verabredet haben. Und die, die es wissen, die wissen es auch. Und die trauen sich auch. Und es geht nicht darum, dass wir etwas beweisen. Es geht nicht darum, dass wir Zuschauer haben. Wir sind unsere eigenen Zeugen. Wir bezeugen das, wir sehen uns an und wir tun es. Also es ist eine Vision, die wir gemeinsam haben. Und darum darfst du in Frieden und noch ein bisschen Geduld haben, bis sich diese Gruppe zusammenfindet. Mhm. Ja, bei mir geht es auch nicht auch nach Zahlen oder so, weil ich weiß, dass auch wenn es wenige sind, dass wenn es richtig ist, sind alle. Ne? Ja. Und das hat eine Auswirkung auf ganz andere Ebenen. Ne? Ein Samenkorn kann die ganze Erde grün machen. Ne? Ja, aber wir sind voll Power. Mhm. Die Clarisse, ich,
Du, Sabine, wir sind schon. Mhm. Es sind Menschen, die es wissen. Mhm. Aber das ist noch eine andere Ebene. Das eine ist, was du meinst, das den anderen zu sagen, die noch nicht so weit sind, die an dem nicht an sich gearbeitet sind, die trauen sich nicht, aber nicht, wir müssen sie mit Gewalt, dass sie sich trauen. Mhm. Nein, das ist schon richtig, so wie es ist. Mhm. Es ist zu dem Zeitpunkt für alle richtig, dass es ist und es geht auf, ich weiß nicht, die Absicht, mhm. ob das eine Absicht dahinter gibt. Also ich sehe verschiedene Ebenen. Und ich sehe so bestimmte Ebenen, das, wie du sagst, ich will fliegen, das ist nur mit der Zirbeldrüse möglich, ja. Mhm. Und das ist die gemeinsame Ausrichtung. Mhm. Und die wissen es. Aber jemand, der woanders noch ist, der noch nicht das an sich gearbeitet hat, wo er noch, ja, der braucht noch Unterstützung woanders. Der braucht Gespräche, der braucht vielleicht Übungen, ja, und der weiß es dann auch, weil der wird sich dann auch nicht trauen, er ist ja noch nicht befreit. Mhm. Es braucht ja auch Befreiung, vielleicht brauche ich auch Befreiung noch irgendwie in meiner Zirbeldrüse oder so, vielleicht brauchst du das auch, vielleicht sind wir gerade deswegen so. Wir lernen Schritt für Schritt. Genau. Damit habe ich keinen. Nee, aber mir geht es einfach, dass es eine Dimension erreicht, wo ich mich aufgehoben fühle, weil das sind schon einfach 3 Jahre. Weißt du, wenn ich jetzt... ich könnte morgen, ich fange einfach auf die andere Kanäle ein Programm zu machen. Ne? Dann könnte ich morgen sagen, okay, 17 Uhr, was weiß ich, Robert Beetz, 18 Uhr, ein Workshop kostenlos, Rainer Frank und so weiter. Dann fühlt sich, wenn ich sage, wir machen jetzt eine Weltmeditation, wo wir zusammen für alle den Mangel aufheben, ne? Energetisch, dann kommen 400, 800 und dann wird das noch 10.000, 20.000 Mal nachgeschaut. Ne? Also diese Sensation, wenn ich sage, ich gebe euch nichts, im Gegenteil, ich schaffe einen Raum, wo jeder gibt, ne? Dann wird weniger. Ne? Da, es ist einfach manchmal still. Und ich weiß, dass es das Unmögliche ist, was ich jetzt verlange, aber das geschieht sowieso schon. Und trotzdem möchte ich einfach auch daran erinnern, dass wir nach Sensation, so wie das einfach auch gesagt wurde, nach Negatives ausgerichtet sind. Und sobald eine negative Nachricht, die Leute tippen wie verrückt für dieses neue Scheißgesetz. Und wenn es darum geht, dass jeder die eigene Meisterschaft lebt, dann werden ganz wenige. Ne? Da kann ich nichts haben bekommen. Ne? Naja, oder sie sagen, sie sind noch nicht so weit. Mhm. Also ich sehe das gar nicht so, dass sie das, weil wer wirklich in die Meisterschaft so gehen will, da gibt es kein Nein, der weiß das. Mhm. Weißt du, der muss 100% in der Kraft sein und Ja sagen. Mhm. Da geht, der kann ja gar nicht anders. Aber der lässt sich das auch nicht, ja, der macht es auch nicht, wie du gesagt hast, du bist dann draußen. Was machst du dann, wenn nicht? Mhm. Was machst du dann? Ich sage, ich liebe dich auch. Mhm. Beim Autofahren, wenn ich angehupft werde, das ist meine Art. Da ist kein Gedanke nach links und rechts und was könnte er oder sonstiges. Nein, ich liebe dich auch. Ich verströme die Liebe einfach dahin. Ich bin es dann. Das ist mir egal. Und wenn es so ist, wie Gladys gesagt hat, dann bin ich daheim, dann lasse ich das durch mich, weil wenn es energetisch etwas zu spüren ist, dann kläre ich immer, ist da was? Ist in mir, habe ich einen Gedanken gehabt. Mhm. Aber dieses Klären mit mir, 100% im Reinen täglich zu sein, ist wichtig. Für Meisterschaft ist es wichtig, dass er 100% sauber ist. Mhm. Na, aber auf jeden Fall, diese Intensität wie jetzt, das ist schon einmalig. Ne? Das hat es einfach auch in dieser Form noch nicht gegeben. Ne? Ja, das ist wirklich neu. Darum... da muss man sich erst trauen. Aber wirklich trauen und wissen, dass man nichts weiß, was kommt jetzt. Mhm. Um was geht es überhaupt? Geht es überhaupt um etwas? Das ist doch für dich auch jeden Abend neu. Für mich ist es neu, ich weiß es nicht. Mhm. Also unglaublich, wie sich die Sachen ergeben, eins nacheinander. Ne? Ja, und genau. Und alles im richtigen Moment. Ne? Ja, genau.
Und das ist es, im Vertrauen. Genau so bleiben und so weitermachen, weil ich sage, lass mal den 4.5. kommen. Und ich glaube, jeden Abend habe ich dieses Gebären. Und gestern, glaube ich, war es auch mit Herbert wieder. Für mich ist es immer eine Geburt. Aber jetzt, durch heute Abend, ist es vielleicht auch noch klarer, warum das so die Geburt. Ich bin ständig am Gebären. Und heute so beim Zuhören, ja, ich übersetze immer, mein Inneres übersetzt dann auch immer, wie heißt jetzt auf Kroatisch? Eltern. Weil Rodit heißt Gebären, aber Eltern heißt Gebärer. Vom gleichen Wort. Vater und Mutter. Oh, wow. Es ist mir so wichtig, die Sprache. Weil es kommt. Also es ist, ich kann nicht so schreiben. Ich habe gedacht, ich schreibe dir so, das geht nicht. Ich bin dann da, die Augen zu und dann kommt mein Übersetzer. Und immer wieder auf die Sprache zu. Wirklich jeder, der seine, in einer anderen Sprache geboren ist, sollte in seiner Sprache noch übersetzen. Auch Verwandte ist auch rot. Ist auch mit den Geboren. Also alles hat mit der Geburt zu tun. Es ist alles von dem gleichen Wortstamm. Ja, diese Erkenntnisse sind echt totales Reichtum, ne? Und die wirken dann einfach auch nach, ne? Ja, auch jetzt mit Josef. Weißt du noch, vorgestern, glaube ich, war das? Odem, Atem, Spirit, Geist, Geistwesen. Ach, stimmt. Das ist der Atem. Ja. Aha. Und das sind wir alle. Ah, dann kommt er heute Abend. Aha. Es ist alles ist jetzt so richtig, immer runder wird es. Du brauchst dir gar keine Gedanken machen, Schied. Nee, das ist, also es ist so, ein bisschen provozieren muss ich auch, ne? Schön. Und das ist meine Rache manchmal, ne? Ja, wobei provozieren heißt ja herausholen, ist eigentlich genau das, was du holst. Du willst auch den Meister aus den anderen heraus. Ah, interessant, danke. Dieses Wort ist nämlich für mich sehr positiv. Aha. Das heißt Provokation. Jedes Wort hat eine positive Ausrichtung. Ja, ja. Genau, und das ist, ja, provozieren heißt heraus. Provokare, oder? Provokare, sehr schön. Jetzt kann ich immer provozieren, ne? Wenn jemand sich ärgert, ich wollte nur aus dir was rausholen, ne? Ja, genau. Was willst du? Ja, weil ich habe mich früher immer gesagt, ja, der hat mich provoziert. Was heißt, der hat mich provoziert? Ja, ich mache das, weil der andere, der andere schafft es. Dann kann ich antworten, wenn der nicht will, ja, dann behalt es, ne? Genau. Ja, weißt du, und jede Sendung jetzt, immer wieder geht auch das Gleiche. Das sollten wir uns, naja, wir brauchen es gar nicht aufschreiben. Ich kann das alles so behalten. Nehmen und geben. Aber immer ist es das Geben. Geb einfach frei. Frei geben, frei sein. Also das fällt schon auf. Das Wort, die Wahrheit, es sind nur Worte. Es sind wirklich, die werden dann nur durch Worte werden wir transportieren. Nicht durch lange Erklärungen. Weil die Worte sind klar. Apropos Worte, wo hast du den Aurelius gefunden? Oh, Mama mia. Oh, du hast mich gestern provoziert. Gut. Schelka, hast du etwas gelesen, hast du mich gefragt. Schelka, hast du irgendwas Neues? Ah.
Und ich bin jedes Mal nach so einer Sendung, so wie gestern, eigentlich, als ob ich nichts getan habe. Am Ende des Tages wie ein Kind, das gar nichts weiß und gar nichts kann. Mhm. Am nächsten Tag stehe ich dann auf. Ja. Ja, und dann bist du mir wieder eingefallen, warst du wieder da. Mhm. Hast du was Neues? Sollte es was Neues geben? Auf diese Art, so genug habe ich noch nicht von der Zirbeldrüse, dass ich was Neues suche. Mhm. Ja, und dann habe ich eingegeben, Neues über die Drüsen. Gibt es etwas Neues über die Drüsen? Mhm. Aber dieses Neue war dann von 2007. Eine neue Drüse wäre wohl im Körper, in dem Knochensystem, mhm, das habe ich gelesen, wäre. Aber das war nicht das. Das, mhm, war nicht so die richtige Antwort. Und dann habe ich eingegeben, neues Channeling, aha, über die Drüsen. Ah ja, das ist gut, ja. Jetzt habe ich aber diesen jungen Mann nicht erreicht. Es war schon so, dass ich habe ihn gefunden, ja, im Forum. Jetzt habe ich mich sogar im Forum angemeldet. Weißt du, normal ist Internet in dieser Art nicht so mein, aha, dass ich in jedem Forum oder so zu finden bin. Aber ich habe mich angemeldet. Dann habe ich jetzt ein Problem gehabt. Kann ich ihm eine private E-Mail jetzt auch schicken? Das habe ich gemacht und nochmal gemacht. Die war jedes Mal weg. Also die ist nicht angekommen. Seine Seiten, da steht das Channeling zum Beispiel nicht drin. Aber ich habe ihn schon gefunden. Mhm. Aurelius, ich weiß gar nicht, wie er selber heißt. Mhm. Aber der Heilige von Licht, ja. Und der ist aber auch im TV. Und zwar, kennst du Schweizer TV? Shiva. Shiva. Ah, okay. Und ja, da habe ich sogar ein Kurzvideo, wie sie so zusammen sind, eingestellt. Aber das hat mich nicht, das alles ist nicht so wichtig. Aber ich finde, der Inhalt von dem Channeling, das könnte ich sein. Ja. Ganz speziell das für die Zirbeldrüse. Okay. Ja. Dann lese ich das vor, ne? Oder willst du das vorlesen? Nein, kannst du gern machen. Mhm, okay. Ich schaue dir dann zu. Mhm, okay. Ja? Und das dann schließen wir damit ab, ne? Genau. Schön. Ach, schön. Ich umarme dich. Hä? Ich umarme Sabine, ich umarme alle. So schön, euch zu wissen. Sabine sagt, ich lese nichts schön vor. Macht nichts. Darum, sie hat mich provoziert, jetzt lese ich vor. Du liest vor. Schön. Und zwar schön. Ja. Ja, ich höre dir gerne zu. Okay. Ja. Also. Bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao. So, jetzt lese ich es. Ganz, ganz, ganz schön. So, die Channeling über die Drüsen. Wer ist Aurelius? Aurelius ist ein Meister der neuen Energie, ein Meister der neuen Fülle, also der inneren und äußeren Reichtum. Also sterben und geboren werden. Er erinnert uns daran, jetzt reich zu werden auf alle Ebenen. Durch den Atem des Lebens. Jetzt reich werden. Ich war heute so kurz in der Stadt, da habe ich die Leute gesehen, habe ich gedacht, ich könnte die alle kritisieren, dass sie so alle rumlaufen, oder ich kann deren Schönheit sehen. Ne? Und ich kann immer mich sofort fürs Reichtum entscheiden. Des Weiteren erinnert er uns daran, auf eine sehr physische Art und Weise Alchemie zu praktizieren, und alles Unedle in edle Dinge zu wandeln. Ich würde sagen, dass da, wo wir unser Blick richten, da ist es edel oder nicht edel. Mhm. So wie ich Josef sehe, ich könnte bei jedem das oder das sehen. Der Stein der Weisen haben wir im Körper, und zwar Magnetit
in unsere Zirbeldrüse. Er erinnert uns auch daran, dass wir alle bewusstseinserweiternden Substanzen im Körper herstellen können. Also dann ist nichts mit Drogenkartell. Drogenkartell ist in uns. Und das kann uns niemand wegnehmen. Ein Nebenprodukt bei der Erinnerung an die neue Fülle ist auch die Produktion von DMT im Körper. Er verabschiedet das veraltete Chakrensystem und erinnert uns daran, unser endokrines Drüsensystem erfolgreich zu nutzen. Ja, ja, wenn wir dann dahin kommen, boah, dann können wir alles produzieren. Wenn man sich daran erinnert, auch Gott zu sein und sein Gott selbst verwirklicht hat, erkennt man, dass alle Wesenheiten aller Universen einzig und allein Aspekte des eigenen Seins sind. Aurelius. Bist du jetzt? Das hast du schön gemacht. Das ist noch ein großes Stück deine Stimme, schöner. Geht's anstrengend? Aurelius, neue Fülle empfangen durch Saint von Lux. Aha. Von den Seinsebenen, die schon sind und sich Saint-Fonlou. Von den Seinsebenen, die schon sind und sich gerade erneuern, grüße ich euch hier in diesem wundervollen neuen Raum. Ich bin Aurelius, ein Meister, ein Engel der neuen Fülle, wie ihr sagen würdet. Das Gold in euch jedem, das Gold eurer eigenen Alchemie, grüßt den Goldene in mir. Ich freue mich sehr, dass das wundervolle Wesen Johanna hier diesen Raum erschaffen hat, um hier mit euch sein zu können und euch einiges zu erfahren. Ah ja. Die Füllesysteme, so wie ihr sie bisher nutztet, funktionieren nun nicht mehr für euch. Das ist wahr. Das erlebtet ihr ja nun in den vergangenen Wochen selbst, ganz stark an euch selbst. Ich bin nicht hier, um euch neue Methoden oder Systeme durchzugeben, denn darüber habt ihr euch längst hinweg bewegt. Mein geschätzter Freund, der ehrenwerte Professor Adamus Saint-Germain, hat euch das auch an dem Beispiel Alchemie vor Augen geführt. Er spricht von Physik. Ich spreche von dem, was ihr Quantenphysik nennt. Energie bewegt sich an einem Ort, ist aber durch seine Merkmale der Quantenveränderung auch gleichsam an anderen Orten da, um sich als Fülle in eurem Leben zu zeigen. Fülle könnt ihr nicht erschaffen, Fülle seid ihr, meine Lieben. Und wie ihr die Erfahrung für euch in Anspruch nehmen könnt, mag ich euch nun als alchemistischen Prozess vor Augen führen. Es geht da nicht um einen Prozess, in dem man etwas erreicht, sondern sich einfach über schon vorhandene Dinge bewusst macht. In eurem Kopf, in eurer Zirbeldrüse, für die Bildhaften unter euch ist es das Kronenchakra, auch wenn ich die Chakrenlehre als etwas sehr Modriges, Veraltetes wahrnehme. In eurer Zirbeldrüse befindet sich Magnetit in Mikromengen. Die Wissenschaftler in euren Ebenen, den Ebenen der 4D, der Erde, werden euch das bestätigen können, dass wirklich Magnetit in euren Köpfen existiert. Nun, ihr wisst, Magnetit ist magnetisch, ist also ein biologischer Sender und Empfänger von Dingen. Und warum sollte euer Sender und Empfänger nicht einfache Dinge wie Geld und Gold anziehen und auch senden können, ihr Lieben? Nun, in diesem Raum und in dieser Zeit unserer Begegnung möchte ich euch einladen, euch daran zu erinnern,
dass ihr diesen Magnetit, diesen Stein der Weisen, wirklich in euch tragt und nun wirklich alles, was ihr berührt, in Gold verwandeln könnt. Ähnlich wie König Midas. Nun, dass ihr ein nicht so dramatisches Ende haben müsst, ihr Lieben. Alles, was ihr berührt, wird golden, in welcher Ebene auch immer. Und dieses bildhaft beschriebene Bild lässt sich auch einfach als gute Geschäfte machen, es übersetzen. Lasst uns, wenn ihr wollt, diese Wahl nun bewusst über unseren Atem bestätigen. Und lasst uns einige Momente gemeinsam atmen, um diese Erinnerung zu verwirklichen. Bewusste Atmung. Nun, ihr Lieben, das ist die Alchemie, die ihr die ganze Zeit in euch tragt. Biochemie in Verbindung mit eurem neuen Bewusstsein, die neue Energie hervorruft. Neue Energie als neue Fülle in eurem Leben. Mit allen goldenen Strahlen meines goldenen Seins grüße ich euch, denn ich bin die neue Fülle, die ihr nun ebenso sein könnt. Aurelius. Danke, Schelka. Oh, was du mal alles findest. Super. Danke. Okay, das füge ich jetzt an diese Seite. Es gibt eine Seite, Geistwesen, Drüsen, Meisterschaft. Und da könnten wir einiges reintun. Eigentlich könnten wir bald doch ein neues Forum einfach auch öffnen. So für die verschiedenen.